Wenig sehr komisch. Vielleicht hätte ich das Handbuch vorher lesen sollen, aber das wäre ja auch langweilig. So. Wir sind wieder im Wald. Toll. Was? Du bist grün. Warum ist der grün? Du bist etwas stärker. Stirb, stirb. Die Nagas waren auch grün. Komm, geh kaputt. Nein, bist nicht stärker. Du bist schwächer, weil es Tag war. Nein, ich gehe zurück in das Wasserding. Ich will jetzt hier nicht nach links gehen. Das ist schon wieder Wald. Und aus dem Wald kommen wir erst. Was ist das für ein komischer Levelaufbau? Aber wir sind irgendwo oben im Wald lang gelaufen. Da war anscheinend auch Boden, auf dem irgendwelche Sachen gewachsen sind. Seltsam. Aber wenigstens ist hier drin nicht Nacht. Das ist schon mal ein guter Vorteil. So sind die Gegner nur so stark, wie sie sonst immer sind. Und nicht doppelt so stark. Hüpf. Aber die Musik ist komisch. Kann man zwar auch zu tanzen. Aber dann kommt eine andere Musik. Also, die Musik ist irgendwie echt komisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Höhlenmusik ist oder. Ah, na toll, hier ist auch Nacht. Aber ihr haltet immer noch eins aus. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ihr seid der Macht meiner Haare nicht gewachsen. Würdet ihr mich gerne durchlassen, so mal? Hm? Bitte? Danke. Du? Blöd. Dich kann ich nicht verletzen. Na toll. Dann springen wir einfach weiter. Du kommst ja sowieso nur an einer Stelle. Das ist immerhin etwas. Hier kommen Regenwürmer. Wo diese Löcher sind, sind Regenwürmer nicht weit. Und ein Baumstamm. Na? Ja komm, ja komm, ja komm. Haha, ihr seid ins Wasser gefallen. Und hier kann ich hoch, hier kann ich hoch. Ich will nicht zu den Regenwürmern, deswegen kletter ich hier hoch. Ich frage mich nur, na toll, da geht's nicht weiter. Gehen wir mal hier hin, da ging's nicht weiter, toll. Du nervst. Geh sterben. Spring in meine Haare, bitte. Sollst in. Hallo, was? Nein, gut, egal. Ich kletter wieder hoch und guck mal, ob es da nicht noch irgendwo einen Weg gab, wo ich weiter konnte. So, vielleicht hier rüber. Nein, natürlich nicht. Das sieht zwar so aus, aber warum sollte ich da hochklettern können? So, du stirbst jetzt bitte. Ja, komm schon, stirb. Peitsch, peitsch, peitsch. Gut. Einer weniger. Und er gibt uns noch etwas Geld, immerhin. Immerhin. Wenigstens sterben wir nicht arm, wenn wir hier sterben und überhaupt nicht wissen, wo wir hin müssen. Ich dachte, du bist ein Genie. Kannst du nicht irgendwie fliegen oder so? Naja, gut, du bist nur ein Halb-Genie, aber. Ich kann da wirklich nicht hoch, oder? Nee, das war. Toll, wo muss ich denn dann hin? Ich habe keine Ahnung. Leute, Hilfe. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Sinnlos umherirren. Toll, ich habe mir ein blindes Spiel schon irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, das wäre so. Ein bisschen wie Kirby, von wegen, da musst du hingehen und es gibt nur einen Weg und geh den bitte. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Es ist mehr so ein offener irgendwie Labyrinth, so ein offenes Labyrinth. Ich bin gleich tot, von Regenwürmern ermordet. Okay, ich gehe noch mal in den Wald. Vielleicht ist ja da doch noch irgendetwas. Außer hier so grüne Dämonen. Oder kleine Flugviecher, aber die sind ja noch nicht im Wald, die sind ja in der Höhle. Aber die grünen Dämonen, die sind im Wald, oder zumindest einer. Mehr habe ich ja noch nicht erkundet. Hüpf drüber! So, wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Ja, genau. In dem Moment, in dem ich hochspringen will, springst du genau, fliegst du genau in die andere Richtung. Egal. Machen wir weiter, ein bisschen Zeit hab. Entschuldigung. Ein bisschen Zeit habe ich noch. So, ja, spring voll rein, ist klar. So, der versteckt dich hinterm Baum. Weißt du was? Du bist mir egal, ich gehe einfach weiter. Mal sehen, vielleicht haben wir hier oben noch was. Oder da. Ja, ich kann den Baum stehen. Toll. Toll, Shanta, ey, du kannst den Baum hochklettern. Kann nicht jeder. So, der. Okay. Ich befasse mich jetzt einfach nicht mehr mit euch Gegnern. Ihr seid mir zu blöd. Ich laufe einfach weiter. War ich hier nicht schon mal? Nö. Nö, 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 nö. Hier war ich noch nicht. Hoffe ich zumindest. Da kann ich hoch. Vielleicht ist hier irgendwas im Baum. Im Baum. Nein, nicht. Na gut. Aber der geht kaputt. Oh. Ach, weißt du was? Ich gehe einfach weiter. Ich habe nur noch ein Herz. Ich möchte jetzt gucken, ob da irgendetwas ist. Ja, genau. Okay, hier scheint anscheinend irgendetwas zu sein. Aber was? Das ist hier die Frage. Eine weitere Höhle. Interessant. Komm, stirb. So, ich mag nämlich nicht, wenn Tomaten
Eine laufende Tomate. Juhu. Ich mag Tomaten. Komm her, stirb. Ich weiß nicht, was da unten ist. Ich springe lieber vorsichtig runter. Und dann wieder ein Kriechgang. Landen wir jetzt in der Wüste oder im... Nein, wieder im Wald. Toll. Ist da oben vielleicht irgendetwas? Muss ich jetzt hier nach oben klettern? Ja, ich muss anscheinend nach oben klettern oder sterben. Gut. Hier links ging es auch nicht weiter, ne? Ne, da ging es nicht weiter. Nun muss ich nach oben. Mal gucken. Hier geht's hoch. Wunderbar. Nein, du Spinne, du schießt nicht auf uns. Bitte! Stirb. So, muss ich jetzt hier nach links? Nö, da geht's nicht weiter. Nach rechts? Irgendwie? Ja, hier geht's weiter. Nein, hier geht's nicht. Hallo? Wo muss ich hin? Ich bin verwirrt. War das jetzt alles hier nur eine Sackgasse? Hier muss doch irgendetwas sein, oder nicht? Da oben? Da oben geht's weiter, aber da komme ich nicht hin. Toll. Ich bin den ganzen Weg umsonst hier hingegangen, oder wie? Wollt ihr mir das gerade irgendwie mitteilen, dass ich das alles umsonst gemacht habe? Toll. War das überhaupt Watertown? Musste ich da hin? Da rechts, wo das ganze Wasser war? Ich meine, zum Namen würde es ja passen, aber... ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hin muss. Es ist doch blöd. Stirb. Ich will wissen, wo ich hin muss, sonst hat das alles überhaupt keinen Zweck, Tomate. Wir machen Ketchup aus dir. Oh ja, oh ja. So, na, du bist mir egal. Ich kriech einfach hier durch. Und geh wieder zurück in den tollen Wald. Yay. Ist da oben vielleicht auch noch irgendwas? Hops, nein, ist da nichts. Da ist nichts. Ja, wenigstens könnt ihr die Musik hören, die jetzt sich auch verändert hat, weil es dunkel wird. Toll. Wir sind ein kleines, knapp bekleidetes Mädchen und wandern durch den dunklen Wald. Ja, weil das ja auch kleine, knapp bekleidete Mädchen sehr oft machen. Du blödes Mistvieh, nein, du bist mir zu stark. Du hast viel Lebensenergie jetzt, wo es dunkel ist. Du auch. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Genau, spring einfach auf den Ast da oben drauf, das macht mir nichts. Okay, du könntest mir wehtun. Na, ah, aber nicht mit mir. Stirb. Na toll, ich habe ihn überhaupt nicht erwischt. Mit meinem Zopf. Nein, das ist ja gar kein Zopf, das ist ja ein Pferdeschwanz. Egal. Nee, wo muss ich hin? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Speicherpunkt und dann... mache ich einen Schnitt. Weil ich... Ich meine, ich mag es zwar, wenn ich erforschen muss, aber wenn ich so komplett ohne Ziel bin und ich überhaupt nicht weiß, wo ich hin muss oder wo ich was machen kann, das ist auch doof. Das mag ich nicht. Regenwürmer. Toll. Ja, genau. Gib mir jetzt Herzen, wo ich keine brauchen kann. Und lass mich einfach nur durch. Ich möchte hoch. Geht aber nicht. Toll. Aua. Spring genau rein. Genau. Ja. Nein, in dich springe ich nicht rein. Moment. Ich kann überhaupt nicht mehr hoch, ne? Moment mal. Wie komme ich zurück? Hier kann ich hoch. Dann kann ich auf den Ast? Ja. Okay, okay. Ich dachte gerade, ich komme überhaupt nicht mehr zurück jetzt. Aber das geht ja anscheinend noch. Ich darf jetzt bloß diesmal nicht mehr hier runterfallen. Sondern ich kletter die ganzen Äste hoch. Juhu. Wir sind wieder oben. Und jetzt müssen wir einen Sprung ins Ungewisse wagen. Oh, das war knapp. Das war knapp. Aber du blödes Froschvieh. Komm, stirb. Jetzt. Du hast uns gerade das letzte Mal da runtergekickt hier. Wunderbar. Das kann sich anscheinend nicht bewegen. Wir haben mit unserem tollen Zopf gelähmt. Klettern wieder zurück in den Wald. Juhu. Was bist du? Was bist du denn? Ich will dich haben. Oh Mann. Das ist hier dieses rechte Vieh da oben, was ihr da seht. Das möchte ich haben. Das scheint irgendwie nützlich zu sein, aber wie komme ich da dran? Die scheinen anscheinend nur in der Nacht zu erscheinen. Das sind vielleicht Glühwürmchen oder so, aber nee, ich komme nicht dran. Toll. Okay. Dann, na gut, nachts komme ich hier anscheinend auch nicht durch. Gibt es vielleicht noch irgendeine Möglichkeit hereinzukommen? Und ich habe die Dinger nicht mehr ausgerüstet. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie man sie aktiviert, aber naja, egal. Ich gehe einfach jetzt nach links, denn hier war der Speicherpunkt. Genau, der alte Mann, der so ein tolles Hologramm-Ding hat. Und dann speichere ich mal, ne? Ja, speichere bitte. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao. Und ihr seht, nee, blödes Mistding. So, tschüss.